zu einem neuen Video. Wie ihr erkennen könnt, ist meine Reiterbox heute endlich angekommen. Ich freue mich schon aufs Auspacken und das werden wir jetzt zusammen machen. Viel Spaß! Eine Box, wo Pferdeartikel, also Überraschungen für Pferd und Reiter drin sind. Man kann sie im Abo bestellen, das heißt jeden Monat 20 Euro bezahlen und dann kriegt man die Box halt immer. Ich habe sie jetzt als Einzelbox bestellt, dann hat sie zwar 23 Euro gekostet, aber ja, ich wollte sie jetzt einfach mal testen und dann würde ich sagen, gucken wir mal rein. Leuchtet richtig. Den finde ich richtig cool. Also der leuchtet sehr doll. Dann ist da eine Gerte drin. Ich pack sie gerade mal auf. Das ist eine rote Gerte. Ich weiß nicht, ob das eine Springgerte ist. Ich bin mir nicht sicher, aber finde ich auch schön. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so gut anfassen kann, weil da die Edelsteine dran sind. Also die Strasssteinchen. Aber sonst finde ich sie ganz schick. Ja, das mit den. Also ich mag die Strasssteine wirklich, aber ich weiß nicht, ob das beim Reiten so anfassbar ist. Aber finde ich auch schick. Oh. Da steht jetzt drin, wie viel das kostet, was das ist. Ja, der Hufkratzer hat 1,99 Euro gekostet. Die Busse-Reitgerte für Dressur oder Springen ist eine elastische, robuste Gerte zur Verfeinerung der Hilfengebung rutschfester Griff. Die hat 10,95 Euro gekostet. Preise finde ich auch eigentlich ganz gut. So, dann kommen wir zum letzten Teil. Das sind Fliegenhäubchen. Der Ohrenhaube. Ich finde sie erstmal sehr schön. Braun ist auch meine Farbe. Oh, wie süß. Okay. Also das ist in der Größe von Bonita, habe ich angegeben auch. Das ist eine Fliegenhaube. Mit braun und einer hellblauen Kordel und einer braunen Kordel. Finde ich schön. Okay, also die hat 20 Euro gekostet, also 19,90 Euro. Und das lese ich jetzt nicht vor, das ist ein bisschen längerer Text. Ist von Busse. Achso, die Gerte ist übrigens auch von Busse und der Hufauskratzer von Imperial Riding, glaube ich. Und ja, die finde ich auch sehr schön. Das war's mit den Sachen. Also von dem Preis finde ich das wirklich preiswert. Ich lege euch das hier gerade mal so hin. War. Ja, also nochmal so zum Überblick. Da die Fliegenhäubchen haben 20 Euro gekostet. Der 2 Euro und das Gerte 11 Euro. Die stecken da wirklich Gutes rein. Das Einzige finde ich blöd, dass hier halt diese Steinchen dran sind, weil
Ich bin mir da nicht so sicher, ob man das so gut festhalten kann. Aber ja, ich finde die Reiterbox sehr cool. Ich würde sie auch nochmal bestellen. Also da muss ich auch nochmal mit meinen Eltern ein bisschen überreden, weil ja, Eltern, man kennt sie ja. Und ja, das war die Reiterbox. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, dass ich ein Video davon mache, wie ich die Sachen ausprobiere, schreibt es mir in die Kommentare rein und das werde ich dann machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!